Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir im Wohnzimmer. Ich bin die Dani und es ist jetzt genau 9 Uhr am Abend. Die Kinder sind im Bett und da habe ich mir gedacht, machst du mal ein Video, denn ich habe einen kleinen DM-Haul. Der eigentliche Grund, warum ich im DM gewesen bin, ist, dass ich zwei bestimmte Produkte benötige, um ein Experiment oder einen Versuch durchzuführen. Ja, und wie das so ist, man schlendert dann durch den DM. Wenn man keine Scheuklappen auf hat, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man wunderschöne neue LEs entdeckt oder auch Dinge, die gerade im Sale sind. Für mein Experiment habe ich folgende Produkte benötigt. Die Preise werde ich euch übrigens hier oben einblenden. Und zwar, das erste Produkt ist das Balea Gesichtswasser mit Lotusblütenextrakt für normale und Mischhaut. Das zweite Produkt für das Experiment ist HIP-Pflegeöl mit natürlichem Bio-Mandelöl. Jetzt kommen wir zu den Sale-Produkten und zwar habe ich gesehen, dass mein Febreze Lenoir April Frisch reduziert war und da müsste ich natürlich sofort zuschlagen, denn mein aktuelles, was ich gerade in Verwendung habe, neigt sich schon dem Ende zu und als ich gesehen habe, dass es im Sale ist, also es wurde reduziert von 2,15 € auf 1,50 €, habe ich natürlich zugeschlagen. Leider gab es nur noch eine Flasche. Und sonst hätte ich auf jeden Fall mehr mitgenommen. Ich benutze das eigentlich fast täglich, einfach mal, um so ein bisschen, ja, ein bisschen vielleicht die Gardinen Es ist einzusprühen. einfach ein wunderschöner Duft. Und ja, deswegen musste er mit. Dann kommen wir zu noch einem Sale und zwar von Catrice. Das ist dieser Lip Cushion. Das ist dieser Lippenstift, aber mit einem Schwämmchenapplikator hier oben. Das heißt, man muss hier unten einmal drehen, damit Farbe hier oben rauskommt. Und ja, und die Farbe, die also war genau meine Farbe. Better Make a Move, also Move-Farben mag ich total gerne auf dem Auge und auch auf den Lippen. Und das war reduziert. Ich weiß nicht, wie teuer die ursprünglich waren, aber die waren reduziert auf 1,95 €. Jetzt kommen wir zu der Limited Edition, die ich da entdeckt habe. Eine neue Limited Edition und zwar heißt sie Genderless. Ich fand sie wirklich sehr ansprechend vom Packaging her und von der Farbauswahl. Fangen wir einfach mal an mit diesem wunderschönen Stück hier. Das ist ein Correcting Powder in so einem ja, in einer würfelartigen Verpackung. Und ja, Correcting Powder kaschiert ja so ein bisschen die Färbungen im Gesicht, die Rötungen, die Schatten unter den Augen. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich fand es richtig toll. Also die Verpackung. Es sind hier vier verschiedene Kästchen. Und in jedem Fach befindet sich einfach ja, einmal ein weißes Pulver, ein rosa Pulver, ein grünes und was ist das? Noch ein hellrosa Pulver. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man die miteinander mischt, soll es einfach einen schönen, ebenmäßigen Turn zaubern. Und erstens Produkt hat mich sehr interessiert und die Verpackung ist auch wunderschön. Produkt, was
Tag mich sehr, sehr angesprochen hat, ist ein Lippenstift. Und zwar gab es da, ich meine, drei Farben. Und diese Farbe hat mich sofort angesprungen. Also es ist auch wieder meine Farbe. Das ist die Farbe Mr. Confidence. Und ja, das ist einfach ein wunderschöner, bäriger Ton. Das Käppchen ist übrigens leicht gummiert, also das Packaging ist auch wunderschön. Ja, die Farbe hat mir so, so gut gefallen. Da habe ich echt gedacht, komm ey, das musst du mitnehmen. Das ist nämlich eine matte Farbe, ein matter Lippenstift. Und ich habe den auch schon aufgetragen und ich finde, der lässt sich super, super schön auftragen. Und es ist jetzt kein Long-Lasting Lippenstift, aber ich mach den mal eben drauf. Es ist, wie gesagt, eine matte Farbe und ja, ich habe es jetzt hier auf die Schnelle aufgetragen. Es lässt sich wirklich sehr, sehr gut auftragen. Es hält nicht ewig lange, also nach dem Essen ist der Lippenstift auf jeden Fall schon abgetragen, aber ich finde, das Gefühl auf den Lippen ist okay, es ist nicht zu trocken. Als ein Alltagslippenstift finde ich das völlig in Ordnung. Die LE gibt es noch aktuell, schaut sie euch auf jeden Fall an. Noch dabei die eine Maske, fand ich auch sehr, sehr interessant. Und zwar ist die auch von Catrice, habe ich das schon gesagt, von Catrice, die LE ist von Catrice, genderless. Ja, Catrice Hangover Face Mask, das ist eine silberfarbene Maske, eine silberne glänzende Tuchgesichtsmaske. Gibt dir den nötigen Energiekick in nur 15 Minuten. Ihre gelartige Formulierung verleiht der Haut ein sofortiges Gefühl von Frische und Feuchtigkeit. Ne, also wer viel gesoffen hat, am nächsten Tag eine Erfrischung braucht, der ist mit der Maske bestimmt gut bedient. Das letzte Produkt, was ich mitgenommen habe, und zwar ist das ein Peel of Brow Tint. Die hat mich sehr interessiert, weil ich schon mal ein Video abgedreht habe und ein Produkt getestet habe, nämlich Tattoo Brow von Maybelline. Das Video verlinke ich euch da oben und in der Infobox. Schaut es euch an. Da passte die Farbe nicht so ganz genau. Aber ja, deswegen interessiert mich das hier sehr. Man soll dieses Gel, was hier drauf ist, das farbige Gel, präzise auf die Augenbrauen auftragen, 10 Minuten trocknen lassen und dann kann man es abziehen. Einfach nicht vernünftig auftragen, weil der Applikator zu dick ist. Im Vergleich zu dem Maybelline Tattoo Brow, ich zeige euch das mal eben, der hat einen Pinsel als Applikator. Warten wir jetzt einfach mal 10 Minuten und dann schauen wir, was passiert. In der Zeit, in der das trocknet, probieren wir einfach mal den Lip Cushion aus. Ich nehme mal eben meinen Lippenstift weg. Ah, ja, jetzt merke ich, da kommt schon so langsam Farbe raus. Ist ein
Creamy Lip Gloss und der fühlt sich wirklich sehr, sehr cremig an auf den Lippen. Er glänzt so schön. Aber die Farbe gefällt mir nicht. Also hier steht, da gab es auch keinen Tester oder so, hier steht die Farbe Mauve, Better Make a Mauve. Das ist für mich keine Mauve-Farbe, das ist mehr so ein rosa-orange. Kann ich gar nicht definieren, aber es ist kein Mauve. Aber trotzdem, es fühlt sich wirklich sehr, sehr schön an und es ist halt kein Lippenstift, sondern ein Lipgloss. Ich finde den nicht schlecht, also ich bin sowieso ein Lipgloss-Typ und ich mag Lipglosse, der klebt auch nicht. Ich glaube, ich werde mir mal, oder ich werde mich sputen, damit ich vielleicht mal schauen kann, ob noch welche vorhanden sind, vielleicht in anderen Farben. Aber so gefällt er mir sehr, sehr gut. So, dann wollen wir mal schauen, was die Augenbrauen so tun. Ob man da schon was abmachen kann. Also die sind eigentlich sehr gut angetrocknet. Das Ergebnis schaut ganz gut aus. Also ich hatte jetzt damit gerechnet, dass es, weil der Auftrag halt nicht so einfach war, dass es da so kleine Patzer geben würde. Aber nein, ich finde das Ergebnis sehr schön. Und es ist, die Farbe ist auch sehr schön. Das ist jetzt die Farbe Granit. Genau, Granit. Und die Farbe im Vergleich zu dem Tattoo Brow von Maybelline, da habe ich die Farbe Dark Brown gehabt. Und die war doch ein bisschen rotstichiger. Aber die gefällt mir wirklich sehr gut. Und es ist auch so, dass es sieht natürlich aus im Vergleich zu Tattoo Brow. Schaut euch das Video an. Es sieht wirklich natürlich aus und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ob es jetzt lange halten wird, 2-3 Tage, glaube ich eher nicht. Es ist eher für einen Tag, denke ich mir. Aber ich finde es schön. Schön natürlich. Wenn man jetzt wirklich ein noch intensiveres Ergebnis haben möchte, dass man da wirklich hingeht und 20 Minuten, mindestens 20 Minuten drauf lässt oder vielleicht sogar länger. Weil die Farbe einfach besser passt, würde ich mir dann doch eher dieses holen als das Tattoo Brow von Maybelline. Aber nur wegen der Farbe. Ich denke mal, die Haltbarkeit ist auf jeden Fall bei dem Tattoo Brow von Maybelline besser. Das war jetzt mein kleiner DM-Haul. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.